was bisher geschah. Wir können nicht gehen, noch nicht. Ich muss in die Kammer der Wache. Weswegen? Du hast es auf El-Ghul abgesehen, oder? Die Wachen dieses Gefängnisses dienen ihm. Sie bringen abwechselnd Gruppen von Gefangenen im Schutz der Nacht zu Grabungsstätten. Wenn wir ihre Befehle finden, wissen wir vielleicht, wo El-Ghul als nächstes hin will. Gefunden! Bring das zu Roshan, meiner Meisterin. Teile dein Wissen über El-Ghul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Yakub. Ich mach direkt schon mal die Cam weg, weil ich weiß nicht, ob da irgendeine... Achso. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendeine Zwischenfrequenz kommt. Ne? Aber mehr. Ja. Okay. Perfekt. Es kam keine Zwischensequenz. Gut. Ja, wo waren wir denn dran? Da hinten haben wir was, wo wir hin müssen. Ja, ja. Leg dich mal hin, du. Achso, das ist Untertauchern. Stimmt, wir konnten noch rauben, ne? Wir konnten noch stehlen. Achso, da müssen wir. Lauf nicht weg. Ich bin doch da. Wie? Achso. Ein Ordensmitglied ist zum Greifen nah, Basim. Und wie bei denen zuvor und auch bei den künftigen, wird der Tod El-Ghuls gerecht sein. Dies ist ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Denn El-Ghul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge, in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Ghul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut, solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Alter, ich muss das Kampfsystem neu lernen. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Erstmal Tobi, servus, guten Abend. Gute, Multiplayer? Oh, boah, gar nicht gespielt. Muss ich... Bleib auf dem Weg! Ja, ich will doch. Hallo, absteigen. Ich hab's noch gar nicht gezockt, also die Kampagne. Die Kampagne war geil. Muss ich wirklich dazu sagen. Das hat halt Call of Duty drauf. Also, ich muss jetzt kämpfen, oder was? Ich kann's nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Hallo. Geschäftig wie ein Bienenstock. Komm, fasse die Prüfung ins Auge. Was für eine Prüfung? Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Und ich dachte, El-Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit, aber geduldig. Und vertraue deinem Gefühl. Dort auf dem Balkon ist Mes'ud. Genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe ihn. Nun geh. Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Ja, nee. Du wähnst deine Grausamkeiten gut versteckt, El-Ghul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie, durch deine Hand starben sie und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. Ja, klar. Kein Ding.
Ach du Heilige, eliminiere Al-Ghul. Ich kann das nicht aussprechen, Mann. Okay, I tried. Ich kann nichts versprechen. Komm, die Bühne gehört dir. Ja, nee, klar. Ich werde zusehen. Ja, ja, mach du mal. Zeige mir alles. Ja, was soll ich denn hier? Ja, da ist doch irgendwas. Okay. Was genau ist da? Okay. Sonst noch irgendetwas, was ich benötige? Könnte ich auch schneller fliegen oder ist das Maximalgeschwindigkeit? Unentdeckt. Okay, Alter, holy fuckeroni. Irgendwas war da vor. Upsala, da vorne noch. Ich weiß nicht ganz, ob das jetzt dazu gehört hat oder nicht. Nee, also ich denke mal, das war alles. Guck mich mal zwar nochmal so schnell ein bisschen um, aber. Suche nach Ablenkungsmanövermöglichkeiten. Okay. Ja, gut. Ich denke mal, das war's soweit. Vergiss nicht. Geduld, Disziplin. Ja, ja. Und wenn sich die Ich weiß doch gar nicht. Ah, okay. So war abwehren, so war schlagen. Ach, moin. Das dauert so lange. Ich weiß es nicht genau. Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mesut hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nun. Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürzen. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Wenn ich diesen Händler zum Gehen bewegen kann, könnte sein plötzlicher Aufbruch El-Ghul herauslocken. Okay. Den beschlagnahmten Gegenstand. Wo finde ich den? Hoch. War es lange gedruckt halten? Nee. Nein! Geh auf Erkundungsflug. Ach, da oben. Okay, da oben ist das Ding. Was der sucht. Okay, ich muss also auf jeden Fall da rein. Ups. Ah, okay. Eine Kiste. Auftauchen? Eine Kiste mit Seide und Gewürzen. So viele davon kann es hier nicht geben. Kann ich den irgendwie... Perfekt, genau das wollte ich. Gehst du dich um oder bleibst du da, wo du bist?
Okay. Alter. Was geht denn bei dir? Hoch. Moin. Du hast mich nicht gesehen. Tür verriegelt, natürlich. Was auch sonst. Kriege ich den schnell erlegt? Boah, eigentlich sollten die mich ja sehen, also, ne? So, und der Typ chillt da drin, oder was? Chillt da dran. Oh, dahinter. Noch besser. Oh mein Gott. Das war gerade knapp. Ich weiß nicht, ob ich die alle töten muss, aber ich mach's einfach mal. Um sicher zu gehen. Okay, das Ding ist da unten. Ach so, das ist ganz unten. Komm, moin. Wie war nochmal? Ah. Achso. Was? Ich weiß, dass du hier bist. Ich bin nirgendwo. Was? Oh. Ich werde dich zertreten. Ups. Klar. Warte mal, wie kann ich denn jetzt nochmal? Ohne dass ich was werfe. Ah, okay. 3 von 4 habe ich. Nein. Wir finden sie alle. Das stimmt nicht. Wir haben ein Geschenk für dich, Feigling. Ich? Ich bin kein Feigling. Ich bin ein wohlgesunder Bürger. Hm. Die Glocke muss ich auf jeden Fall abmachen. Allerdings, du Hund. Bleib bei mir. Damit die nicht zu direkt Alarm schlagen. Alter. Okay, ich habe aber ein dickes Problem jetzt. Ein sehr, sehr dickes Problem. Vielleicht hätte es anders angehen sollen, aber na gut. Damals. Hallo? Gehst du? Danke. Na gut, du kannst mich gar nicht sehen. Das Ding ist da unten. Komme ich so dahin? Ja, ich würde da hinkommen, aber da sind 3 Wachen, die das Ding absolut bewachen. Ich kann es probieren. Ach so, ja, wow. GG. Hat mich sehr geholfen, dies. Oh, oh. Bitte nicht hierher gucken. Das wäre uncool. Ich kann auch nicht so kämpfen. Geh weiter. Dankeschön. Upsala. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Dim 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 dim. Och nö. Jetzt bezahlst du. Ich geh zur Glocke. Aufpassen, Basim. Nein. Schöner Treffer. Wie konnte ich mich nochmal wegrollen? Ah, okay.
Holy shit. Ich habe einfach irgendwas gedrückt. Hä? Was? Zum Teufel. Seit wann greifen mich denn Hühner an? Was tragen? Oh nein. Was, wer kommt zurück? Das ist das Paket. Hm, ein kräftiger Geruch. Das muss die Kiste des Karawanenhändlers sein. Warum bin ich so langsam? Hallo. Ich bin niemand. Kann ich welche süffen? Ah, das geht wohl. Und weg. Am Reis. Wo warst du, mein Freund? Ich gehe andere Seite. Ja, da vorne war der auch, lul. Warte mal. Ist das Ding jetzt immer noch da drin? Habe ich jetzt was Falsches geklaut? Och nö. Nee, das ist doch... Das ist immer noch da. Och komm. Ernsthaft jetzt? Was bringt mir das denn? Nee, das ist das doch. Ich geh mal so rum, ne? Maul. Dass auch wenn Diebstahl in Bagdad streng verboten ist, allen empfohlen wird, ihre Börsen. Hallihallo. Ich hab da was für dich. Ist es das, für was ich denke? Ist das deine Kiste? Ja, tatsächlich. Die Wachen haben sie dir gegeben? So könnte man sagen. Sehr gut, sehr gut. Ich muss dich entlohnen. Du siehst aus wie ein Mann, der gerne isst. Wie wäre es mit ein paar Gewürzen? Heute nicht, nein. Aber ich möchte dich bitten, lauthals deine Abreise zu verkünden, sodass Mas'ud es bemerkt. Ha, wir sind Brüder im Geiste. Ich danke dir, Sadiki. Okay. Muss ich jetzt einfach nur warten? Oder wie sieht das aus? Was? Achso, ich soll dem folgen. Leichter ist das. Oh, was ist das? Moin. Der eine Typ sucht immer noch nach mir. Ja, ich kann halt auch nicht schneller. Mein Gott. Einfach weitermachen. Alles gut. Alles entspannt. Diese Stimmen. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Nur, dass ich hier schon drin war und alle mich bemerkt hatten. Das wird Al-Khul nicht verborgen bleiben. Komm raus und sieh zu. Hi, nicht wahr? Frisch von der letzten Karawane. Aus dem fernen Osten direkt zu euch. Bleib ruhig. Eine Abfahrt. Das ist meine Chance. Let's go.
Gleich ist es vorbei. Allah verfluche dich. Wende deinen Hass nach innen, Mas'ud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein, 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 nein. Das sind Gaben. Dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja, du magst ein Verborgener sein, aber nicht nur. Okay, das war fucking creepy, Alter. Okay. Basim. Komm zu Sinnen. Die hartnäckige Suche El-Huls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges, nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Huls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In
aller Mut, hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich Al-Ghul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden.